Hallo, ja, Alissa und Ruben, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr heute Zeit habt für ein kleines Interview. Wir haben euch bei der Nebelhorn-Trophy gesehen. Das war wirklich ein toller Wettbewerb. Euer allererster internationaler Wettbewerb. Bisher konntet ihr ja nur bei der deutschen Meisterschaft einmal starten. Wie habt ihr diesen ersten Wettbewerb erlebt? Wie nervös wart ihr? Und was war das für ein Gefühl, endlich vor Publikum auftreten zu können? Das ist stand. Also wir sind erstmal super zufrieden mit unserem ersten Wettkampf. Es war für uns eine lange Zeit, wo wir warten mussten, um endlich an einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen zu dürfen. Und ja, ich glaube schon, dass wir sehr nervös waren, beide, vor allem vor dem KP. Aber ich fand, es war die richtige Entscheidung, hier in Oberstdorf zu starten, den ersten Wettkampf zu Hause mit unseren Freunden und Familie im Publikum. Das hat uns, glaube ich, ein gutes Gefühl gegeben. Und ja, wir sind sehr zufrieden mit diesem Start für uns. Ja, ich war auch sehr nervös, aber ich hatte ein sehr positives Gefühl. Die Wartezeit war nicht so einfach, aber es war so lang erwartet und ich hatte in meinem Kopf, dass ja, endlich wir können starten und das ist super. Und ja, es war sehr positiv. Nicht so einfach, aber nervös, aber positiv. Ich denke, das hat man auch gesehen, dass ihr viel Freude dabei hattet. Und die Wartezeit war in der Tat sehr lang, bis Alissa freigegeben wurde vom russischen Verband. Und für dich, Ruben, sowieso auch noch länger, denn mit deiner vorherigen Partnerin konntest du ja auch nicht starten aus verschiedenen Gründen. Wie seid ihr mit dieser Zeit umgegangen, dieses Warten, diese Ungewissheit? Ja, Ungewissheit. Wir wussten es dann irgendwann schon, dass wir einfach warten müssen. Und wir haben mit unserem Trainer Florian Just einfach versucht, Highlights zu setzen. Also wir haben oft Simulationen gemacht. Wir haben beim Monitoring von der Deutschen Eishockey-Union teilgenommen. Wir durften auch dann bei der Deutschen Meisterschaft einmal starten. Also wir haben diese Highlights für uns als Höhepunkte gesehen, haben dahin trainiert. Und sind so auch durch eine Saison gekommen mit Höhen, wo wir ja, top sein mussten und dann auch wieder runterzufahren. Also so haben wir es geschafft. Eigentlich, wir haben eine Saison simuliert, sage ich mal so. Und das war wichtig für uns in unserem Trainingsprozess und hat uns auch Übung gegeben für Wettkämpfe, auch wenn es keine wirklichen Wettkämpfe waren. Ja, so wir haben für jede Monitoring oder diese Wettkämpfe, wo wir haben außer Konkurrenz gestartet, wir haben so wie ein echter Wettkampf gemacht, immer und so präpariert, vorbereitet, so wie für einen richtigen Wettkampf, ja. Ja, das hat ja dann auch funktioniert. Für dich, Alissa, ist das ja jetzt schon das dritte Land, in dem du bist ja in Finnland aufgewachsen und bist auch als Einzelläuferin ja für Finnland gestartet und dann bist du nach Russland gegangen, um dort Paarlauf zu machen. Jetzt bist du in Deutschland. Wie hast du dich hier eingelebt? Wie gefällt es dir gerade auch in Oberstdorf? Oh, es gefällt mir hier und es ist sehr, für mich ist es wichtig, dass ich kann mit der Sport weitergehen und ich bin sehr glücklich, dass ich habe diese Möglichkeit jetzt weitergehen, mit Ruben gehen, mit unserem Team und ja, ich bin sehr glücklich. Ist es auch, inwiefern ist es auch das Gefühl, du möchtest es allen noch einmal zeigen und beweisen? Denn in Russland war ja am Schluss mit deinem Partner, hat es nicht mehr so gut funktioniert. Und in Russland haben dann viele gesagt, naja, Alissa, es gab keinen neuen Partner, es gab keine Unterstützung mehr. Und jetzt hast du aber gesagt, ich fange nochmal von vorne an mit einem neuen Partner. Inwiefern ist das Gefühl, dass du es allen noch einmal zeigen möchtest? Könntest du noch mal in Englisch ein Ja, bisschen erklären? Ich habe natürlich. nicht so Ja, richtig also verstanden. the question is about how, because in Russia at the end there was not so much support for you anymore. You did not find a new partner and kind of funny
Crispastarli. I don't even know what to say in English. They think, yeah, they thought like he's done and nothing is going to happen anymore. But so how much is important is it for you now to prove that they were wrong, that you can do much more still? Yes, of course. I have this I have this feeling I want to show, because I know that we can be and we are a strong team. And yes, I have this feeling, I want to show it. But what I've understood that, and this waiting time has also shown that I like this sport, I like to be an athlete. And this possibility to do sport and to compete internationally, we should not take for granted. So this is a big thing, and I understand that I'm doing it because I really like it. And so there are these two things. I know we can do good, and I really like to do it. I really like to skate, I really like to compete, I really like to work with Ruben, with our coaching team. I really enjoy it. And our time in sports is limited overall. And when you know that it can end at some point, and you have the possibility, you get this possibility to go on and do it, I really appreciate it. Für dich vielleicht auch ähnlich, weil du hattest auch schon mehrere Partnerinnen, und da haben wir vielleicht auch der ein oder andere gesagt, naja, also jetzt schon wieder ein neuer Anfang, mhm, und da wird eh nichts mehr draus und so. Also wie hast du das empfunden? Ja, ich sehe es auch ein bisschen wie Alisa. Ich sehe ein, dass es wahrscheinlich jetzt schon eher Ende Karriere geht mit 30 Jahren. Also ich will nochmal alles geben bis Milan und ja, natürlich auch beweisen. Ich meine, ich finde schon, dass ich mich auch stetig verbessert habe, und ich finde auch, dass ich mit Alisa besser bin, als ich je zuvor war. Genau, und fühle mich auch noch fit, fühle mich noch jung. Also ich will schon, ich fühle mich nicht wie 30, sag's mal so. Genau, und klar möchte ich vielleicht die Leute, die nicht unbedingt an mir oder uns oder an Alisa geglaubt haben, das Gegenteil beweisen. Also das gibt auch Kraft. Das ist ja gut. Also es wäre ja schlecht, wenn immer alle sagen, oh, ihr seid toll. Ich finde es gut, es motiviert. Die eben vielleicht Zweifel haben, dann ist es an uns, um das zu bestätigen, dass wir ein gutes Team sind und hart arbeiten. Und genau, wir machen so weiter und sind erstmal zufrieden mit dem Anfang, den wir gemacht haben. Ja, ich denke auch, dass es auf jeden Fall für andere inspirierend ist, eure Geschichte, dass ihr euch jetzt nach diesen ganzen Schwierigkeiten so zusammengefunden habt und tatsächlich auch sehr gute Leistungen zeigt. Könnt ihr noch mal etwas über eure Programme sagen? Die sind ja auch gut angekommen. Ja, also unser Kurzprogramm ist das von Moonlight Sonata, was Klassisches. Das haben wir letztes Jahr mit Herr König aufgebaut, und ja, wir konnten es noch nicht zeigen, aber es kam sehr gut an, deswegen wollten wir das diese Saison mitnehmen. Die Musik gefällt uns sehr gut, ich glaube, das ist ein Stil, was uns gut liegt, und genau, und zur Kür, vielleicht Alisa? Ja, die Kür, Entschuldigung. Ja, die Kür. Herr König hat uns die Musik gezeigt, ja, The Private Investigations, und die erste Gedanke war, wow, es ist so interessant, und ich denke, das war so entscheidend, dass wir wollen diese Musik für unser Chor haben. Aber dann, es war ein bisschen schwierig, ein zweites Teil zu finden, aber haben das gefunden, und ja, Herr König hat es gebaut, die Schritte und Transitions, und dann die Choreo, wir haben mit Benjamin Stefan gemacht, und das war auch so viel Spaß und interessant. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Benjamin das ganze Detailarbeit zu machen, weil er selber noch aktiv ist und ein guter Freund ist von uns beiden.
Und ja, das war eine schöne Zusammenarbeit. Genau, und mit der Kür, es ist, das erste Teil ist einfach so außergewöhnlich. Man hat es irgendwie noch nicht gehört, weil es fängt an mit, es fängt irgendwie so Spanisch an und dann kommt aber was, eine elektrische Gitarre und dann kommt vielleicht, also es kommen verschiedene Instrumente, man weiß nicht so genau, was ist es genau. Aber ich glaube, damit haben wir schon mal den Fokus, hoffentlich, vom Publikum. Und am Schluss haben wir so ein Musik, was für Stimmung sorgt. Und ja, damit möchten wir gerne bewirken, dass wir in Erinnerung bleiben, dass die Leute ein gutes Gefühl haben bei unserer Musik. Und ja, es ist unsere erste Saison, deswegen ist erstmal wichtig, in den Köpfen zu bleiben. Und dafür glaube ich, dass die Musik sehr geeignet ist. Genau. Ja, war auf jeden Fall also was Neues und Interessantes in der Kür. Und auch diese Mondscheinsonate, die Version ist auch sehr schön. Also ich denke, die Programme passen sehr gut zu euch. Du sagtest richtig, ja, ihr seid ein neues Team, ihr wollt euch erstmal präsentieren. Und welche anderen Ziele setzt ihr euch noch für diese erste internationale Saison? Ja, natürlich, wir wollen für die EM und WM qualifizieren. Ja. So, das ist in der deutschen Meisterschaft ja wichtig. Und von der, was näher ist, vielleicht es ist noch möglich, ein Grand Prix zu haben. Wir wissen nicht, aber jetzt haben wir internationale Punkte. Aber wir haben das gemacht und wir sehen. Ja, Grand Prix ist mit Einladung, da können wir uns nur anbieten, das haben wir gemacht und wir Ja. hoffen, dass wir jetzt noch eventuell nachrücken können oder vielleicht passiert ja noch was. Es sind ja noch ein paar Wochen und da würden wir uns sehr freuen. Das sind so unsere kurzfristigen Ziele. Also ganz kurzfristig geht es nächste Woche nach Ja. Finnland für die Finlandia Trophy und geplant wäre sonst noch Warschau. Auch noch ein Challenger und dann müssen wir gucken, ob ein Grand Prix noch für uns kommt oder nicht. Genau, und ja, für die Saison, wir haben zwei Plätze bei EM und WM, da wollen wir auf jeden Fall gerne hinfahren. Ja, sicher gute Und gut Chancen. laufen. Und ein gutes Ergebnis Genau, holen. ja. Gut laufen, gutes Ergebnis erzielen. Ja. Alissa, du hast schon sehr gut Deutsch gelernt in der Zeit, in der du hier bist. Wie lernst du Deutsch? Ja, ich habe durch Alltag gelernt ganz viel und zum Beispiel von der Anfang, ich habe mit unser Physios Deutsch gesprochen und so langsam und ich wusste mehr und mehr und mehr, so am ersten nur Phrase, aber dann habe ich ein bisschen verstehen, wie es gebaut ist, die Sprache und dann seit 1,5 Monate oder 2 Monaten habe ich Unterrichter gehabt und dann eine Prüfung geschrieben und das habe ich bestanden. Oh, schon eine Prüfung schon gemacht. Sehr gut. Ja, und ja, die Unterrichte war auch sehr wichtig, der Struktur und Grammatik zu lernen, das war sehr wichtig. Und ja, aber ich lerne noch, ich wisse nicht alles. Ja. Aber du sprichst ja schon viele Sprachen. Du sprichst ja Finnisch und Russisch und Englisch. Und das heißt ja, mit jeder weiteren Sprache wird es auch ein bisschen leichter. Sprachen zu lernen. Ist Ja. jetzt Deutsch, findest du das besonders schwierig oder Ja, es ist ein bisschen schwierig mit der Artikel zum Beispiel. Und ja, aber ich bin so offen und ich frage viel dann, oh, was ist der Artikel hier? Und ja, ich denke, das hilft. Und ich versuche zu nutzen, die Sprache so viel wie möglich. Und Ruben kann helfen. Ich meine, Ruben hat ja auch so gut Deutsch gelernt. Ist ja. ja jetzt schon lange in Deutschland. Ja, Ja. mit Artikel tue ich mich auch noch manchmal schwer. Aber ich habe, so wie Alisa sagt, ich habe auch wirklich die Anfänge bei der Physio gemacht, hier in der Eishalle. Da war unsere Masseusin Gesine, die ist super, weil man merkt, dass sie das uns gerne hilft und da kann man sich auch mit vollem Vertrauen, ohne dass es peinlich ist, versuchen und sie hilft dann und Ja, koordiniert. Das ist genau. echt schön. Ich habe auch, also ich bin jetzt, wie lang, 11 Jahre in Deutschland. Ich habe auch also anfänglich Deutsch bei Gesine versucht. Ich habe mich da getraut und das ist genau. Ja.
Das ist schön. Ja, und die Atmosphäre, also ich kann sprechen und Fehler in der Sprache zu machen und jemand kann nicht so sagen, dass oder so. Nobody pays like so much attention if I do some mistakes. And Yes. so the atmosphere is like helping. Ja, Es hilft. alle freuen sich, dass man Genau. es lernen Ja, möchte. eben, eben. Man muss keine Scheu haben, auch Nee. wenn man mal einen Fehler macht. Das ist nicht schlimm. Ja. Auf keinen Fall. Und das ist ja auch wichtig dann, du wirst ja, irgendwann musst du ja die Staatsbürgerschaftsprüfung und Sprachprüfung ablegen, kann sich ja Ruben wertvolle Tipps geben. Dann ist da schon ein Plan, wann du diese Prüfungen machen willst für die deutsche Staatsbürgerschaft? Also als Sportler kann ich, seit ich 3 Jahre in Deutschland Ohne. wohne. Also ja, dann kann ich, wann die eben 3 Jahre her Man muss, also ich gemeldet. habe es ja auch gemacht, Ja. man muss 3 Jahre gemeldet sein in Oberstdorf und Alisa hat im November schon 2 Jahre. Das heißt, November nächstes Jahr kann sie es schon beantragen. Also wir haben Zeit genug und ihre Sprachprüfung hat sie ja schon bestanden. Das hat sie schon gemacht und dann muss sie noch einen Einbürgerungstest machen. Genau. Ja, und das ist auch nicht so schwierig, wenn man sich da vorbereitet, hast du Genau. ja auch auf Anhieb gleich Ja. bestanden, weiß ich noch. Ja. Genau. Richtig. Also der Prozess können wir dann in einem guten Jahr anfangen und wir haben auch Zeit, aber wir haben keinen Zeitdruck. Von dem her ist es gut geplant. Jetzt wollten wir was Lustiges fragen. Ruben, kannst du Alissa in 3 Worten beschreiben? Oh. Sehr diszipliniert als eins. Drei. Hardworking. ja, sehr diszipliniert. Sie ist sehr schlau und sehr konzentriert, also auf ihre Ziele. Genau. There are many things. Darf ich in Englisch sagen? Ja, Ich darfst denke, du. ich Klar, weiß natürlich. mehr Natürlich. Wörter. Ja, am erstens will ich sagen, dass so helping und supportive, vielleicht das ist eins. Dann auch sehr motiviert. Ich kann das auch sehen und ich fühle das. And the third one. Es ist mehrere Wörter, aber someone who I can trust. So. Trustworthy. Trustworthy, ja. Genau. Ja, gut. Dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg in der Saison. Dankeschön, Dankeschön. vielen Dank.